Thank you.
Vielen Dank an der Gitarre Thomas Grill. Und am Schlagzeug Andreas Witte. Danke. Vielen Dank.
aber wenn ich dich so anschaue, fällt mir gerade ein Titel ein. Ich habe in einem Zeitungsartikel gelesen, Überschrift, die Schöne und das Fossil. Ja, lustiger Titel, ja. Ist natürlich, aber ist irgendwie zutreffend, finde ich. Das Fossil, wie kommst du dazu, wahrscheinlich hast du die Frage schon tausendmal gehört, aber wie kommst du dazu, so ein eigentlich wirklich altertümliches Instrument zu spielen? Ich glaube, die letzte B3 ist irgendwie 10 Jahre, bevor du geboren wurdest, gebaut worden oder so ähnlich. Ja, also zumindest die ich habe, die ist so 1952 oder so gebaut worden, also mehr als 10 Jahre vor meiner Geburt. Und das ist halt einfach nach wie vor ein tolles Instrument. Also diese was reizt dich an? Ja, der Sound, weil diese alten Hammond-Orgeln, die sind halt noch mit Handarbeit gemacht. Und da sind also auch Unexaktheiten drin und die Tonerzeugung ist ganz anders als bei elektronischen Orgeln. Das ist elektromagnetisch und dadurch lebt auch diese Orgel viel mehr und der Sound ist einfach voller und ich kann mich halt mit dem Sound von der Orgel total identifizieren. Ja. Gell? Möchte ich gar nicht davon trennen. Nee, auf keinen Fall. Klavier spielst du nicht, oder? Nicht öffentlich. Also ich übe schon mal auf dem Klavier und so. Du hast zu Hause eins. Ich habe schon eins. Ja. Weil es für einen Anschlag auch gut ist, aber so öffentlich nicht, weil ich möchte speziell Orgel spielen. Das ist eigentlich meine Welt und mein Sound. Und es ist auch ein Riesenunterschied zwischen Klavier und Orgel vom Spieltechnischen. Und ich möchte mich eigentlich schon drauf spezialisieren. Und jemand, der Klavier spielt, der spielt einfach wieder anders und was ja auch eine wichtige Sache ist, zum Beispiel der Fußbass, den ich ja bei der Hammond-Orgel spiele. Ja, das hat mich ja total umgehauen. Aber was ich ja in der Beziehung gerne mal wissen würde, ziehst du eigentlich die Schuhe öfter mal aus, wenn du Fußbass spielst? Oder geht das so? Musst du immer Spezialschuhe haben? Ja, ich habe auch Spezialschuhe. Ja. Also ich habe früher, als ich angefangen habe, habe ich immer strumpfsockig gespielt. Aha. Und das sah aber immer so komisch aus. Als ich dann auf der Bühne war und habe dann erst meine Schuhe ausgezogen und habe dann so gespielt. Und dann habe ich mir es eigentlich angewöhnt, mit Schuhen zu spielen. Das geht natürlich nur mit ganz flachen Schuhen und das müssten meistens geschnürte sein, die halt gut halten, weil sonst verliere ich die, das geht nicht. Also ich habe schon gedacht, du spielst nur deswegen Fußball, weil du dann die Gage für den Bassisten einsparst. Aber ja, sagen wir mal, das ist auch ein Vorteil. Aber das ist schon so eingespielt vom Timing. Ich meine, es gibt eigentlich nichts Optimaleres, als dass man mit dem Bassisten so zusammen ist, wie ich es mit meinem Bassisten bin, weil ich bin ja die gleiche Person vom Timing her. Das wollte ich dich gerade mal fragen. Wenn du mit einem Bassisten spielst, das tust du ja sicher auch mal öfter. Ja, ab und zu, ja. Hast du nicht immer deine Fußmaschine dabei? Nee, doch. Also es ist so, ich mache es oft so, wenn, trotzdem ich mit Bassisten mal spiele, dann mache ich oft meinen Bass, schalte ich aus und spiele aber trotzdem einfach wegen dem Gefühl und wegen dem Timing. Ja, ich bin so gewöhnt. Und es war auch schon öfters mal so, dass ein Bassist ein Stück nicht gekannt hat und der hat dann immer geschaut, was ich mit dem Fuß gespielt habe. Mhm. Da hat sich daran orientiert, Orgel identifiziert man ja eigentlich immer so mit Kirchenmusik, also jedenfalls in erster Linie. Mhm. Aber in der Kirche hast du noch nie gespielt, oder? Ja, ich habe es mal probiert. Aber die Kirchenorgel ist ganz wieder was anderes. Das klingt anders, vor allen Dingen die richtigen Kirchenorgel, da kommt ja der Ton mit Verzögerung. Also, und es ist auch noch unterschiedlich. Also die tiefen Töne, da kommt der Ton noch später, bei den höheren kommt er früher. Und wenn man das nicht gewöhnt ist, das bringt einen schon ganz schön durcheinander. Und es ist auch soundmäßig halt ganz was anderes. Ja, also ich habe schon mal ein bisschen klassisch auch gespielt, aber ich habe einfach keine Zeit. Hast du denn eigentlich Unterricht gehabt? Richtig Orgelunterricht oder Klavierunterricht oder wie? Ja, es war so, ich habe ein Jahr richtig Orgelunterricht gehabt beim Organisten, der selber auch Jazzmusik gespielt hat und der auch damals diese Orgel hatte, die ich heute habe. Und so nach einem Jahr war es halt vorbei, da kam halt von ihm jetzt doch nicht mehr das und seitdem habe ich eigentlich alleine weitergemacht. Und man kann sagen, dass ich eigentlich fast Autodidakt bin, weil ich habe wirklich, als ich ein Jahr Unterricht hatte, bei nichts angefangen. Also da konnte ich noch überhaupt nichts. Also ich wünsche dir ganz viel Erfolg, toi toi toi, für die Zukunft. Und ich bedanke mich für das Gespräch und ich glaube, jetzt geht's weiter hier.